Join German with Anja! Hallo alle zusammen! Heute gebe ich euch ein kleines Update und dann sprechen wir über deutsche Tiere. Today I will give you a little update and then we will talk about German animals. Als erstes, ich habe das Design von meiner Webseite neu gemacht und eine Freundin, die Designerin ist, hat mir dabei geholfen. So a friend of mine who is a designer, she helped me with making the design of my website new. Und hier seht ihr jetzt das neue Design. Here you see the new design. Ihr seht, es sind neue Farben und es sieht einfach schöner aus. There are new colors and it just looks nicer. Und ihr bekommt jetzt auch einen besonderen Discount für mein E-Book. You get a special discount for my E-Book. Hier seht ihr es. 5,99 €. Und ja, ich nehme zurzeit auch Audio für mein E-Book auf. I'm just recording audio for my E-Book. So if you read the book, you can also listen to me reading. So that will be good for your pronunciation. Das wird gut sein für eure Aussprache. Und falls ihr schon das E-Book gekauft habt, dann bekommt ihr das Audio kostenlos. If you already bought the E-Book, then you will get the audio for free. Und ja, viele von euch fragen immer, Anja, wann machst du A2, B1, B2 und so weiter? Und ich plane diese Kurse zurzeit. I'm just planning those courses. Also keine Sorge, no worries. Ich plane die schon und sie werden auch bald online sein. They will also soon be online. So, und jetzt geht's los. Wir sprechen über 10 Tiere auf Deutsch. We talk about 10 animals in German. Und am Ende spielen wir ein kleines Spiel. And in the end, we will play a small game. Los geht's! Das Tier means the animal. Und die Tiere means the animals. Das ist der Plural. Nummer 1. Der Hund. Der Hund. Ich habe einen Hund. Und du? I have a dog. And you? Nummer 2. Die Katze. Die Katze. Du hast aber eine niedliche Katze. You have such a cute cat. Niedlich. This means cute. Nummer 3. Die Kuh. Die Kuh macht Mu. Die Kuh. Nummer 4. Das Pferd. Das Pferd. Ich liebe Pferde. I love horses. Nummer 5. Das Schwein. Das Schwein. Der Bauer hat ein Schwein. The farmer has a pig. Nummer 6. Der Fisch. Der Fisch. Der Fisch schwimmt im Meer. The fish is swimming in the ocean. Nummer 7. Der Vogel. Der Vogel. The bird. Der Vogel fliegt über die Häuser. The bird is flying over the houses. Nummer 8. Der Affe. Der Affe. Der Affe springt von Baum zu Baum. The monkey jumps from tree to tree. Nummer 9. Das Schaf. Das Schaf. Das Schaf hat sehr dickes Fell. The sheep has very thick fur. Und das letzte Tier. Das Kaninchen. Das Kaninchen. The bunny. Mein Kaninchen heißt Schnuppi. My bunny is called Schnuppi. Und jetzt spielen wir das Spiel. Now we play the game. Ich zeige euch ein Tier und ihr müsst raten, welches Tier das ist. I show you an animal and you have to guess which animal it is. Und ihr schreibt eure Antwort in die Kommentare. Los geht's! Nummer 1. Miau, miau. Nummer 2. Und Nummer 3. Und das letzte Tier. Was bin ich? What am I? Bitte schreibt eure Antwort in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr über Tiere lernen wollt, dann bitte schaut dieses Video. If you want to learn more about animals, then please have a look at this video. Dankeschön und tschüss!